Yeah, Guerillas. Also, es funktioniert jetzt, wenn man auf acoustic-guerillas.com geht, wird man auf diese Seite geführt. Und unsere neue Seite ist aus dem Grunde cool, weil sie schneller lädt als die alte, weil sie mit Google gemacht ist. Und im Prinzip eigentlich könnte jeder was dazu beitragen, wenn er wollte. So ein Content-Management-System, wie auch immer, also ist relativ einfach zu begreifen, wenn man Bock drauf hat. Letztendlich ist es so, dass ich uns eine eigene Section hier gegründet habe, und zwar Inside Guerillas, hier auf dieser Seite, dort unten. Und da kommen wir zu dem Part, wo ihr wieder gefragt seid, nämlich auf Inside Guerillas müsst ihr quasi einmal auch ein Konto haben, damit wir das sozusagen vor den anderen verbergen können. Wenn man da draufklickt, dann wird das hier erstmal nicht angezeigt, dieser Blog mit Diskussionen, Kalender, Songs, Songsheets, sondern ihr müsst auf Login klicken. Und ich denke mal, wenn ihr es das erste Mal macht, dann wird Google euch fragen, hier, pass auf, Google Sites, ihr seid eingeladen, wollt ihr da mitmachen? Und dann muss man normalerweise seine E-Mail-Adresse angeben und einfach nur ein Passwort aussuchen und dann geht das alles klar. Sobald ihr das macht, könnt ihr dann diesen Bereich hier sehen. Wahrscheinlich müsst ihr wieder über die Homepage bzw. auf die oben Home of the Guerillas Seite auf Inside Guerillas klicken und dann seht ihr eben Kalender, Songs, Songsheets und Diskussionen. Wenn ihr dann auf Kalender klickt, dann kommt ihr natürlich zum entscheidenden Punkt. Den Kalender, den ihr dann aufrufen könnt, ist hier der Acoustic Guerillas Business Kalender. Wir haben auch noch einen Gigs-Reiter auf der Website links, wo die ganzen Gigs angezeigt werden. Und das Gute für mich in dem Fall, oder für alle, die sich beteiligen wollen, ist einfach, wenn wir diesen Acoustic Guerillas Business Kalender führen, sehen wir erstens nur unsere Gigs in einem Kalender. Und zweitens kann man den einfach rüber kopieren in den offiziellen Kalender, sodass also die Leute, die auf der Website sind, das unter Gigs sehen können. Das mache ich natürlich nur mit manchen Gigs, die sozusagen offiziell sind und andere, die keinem was angehen, wo auch nicht irgendwie jeder kommen kann, die werden dann quasi nicht drüber kopiert. Das geht halt mit einem Klick. Wenn man das nicht kalenderweise sehen will, dann hat man hier den Vorteil, dass man hier einmal auf Terminübersicht gehen kann und dann wird das quasi in einer Liste angezeigt. Die Liste sieht dann ungefähr so aus wie das hier. Und da ist zum Beispiel der Bingo-Gig auf einer Privatparty zu sehen. Wie gesagt, das ist ja unser Business-Kalender, das sehen die anderen nicht. Und da kann dann derjenige, der diese Aktion erstellt, das mache ich jetzt erstmal am Anfang, denke ich mal, weil es vielleicht, wie auch immer, zu verwirrend ist, da kann man dann eben einfach zusagen oder absagen oder eben noch viel besser, man kann das Ganze per E-Mail zu oder absagen, sodass ihr euch gar nicht da einklicken müsst. Wenn man sich so einen Termin dann anschaut, dann sieht man die einzelnen Daten, das, was man alles einstellen kann. Sieht jetzt ein bisschen viel auf einmal aus. Was wichtig ist, ist hier rechts dieser Block. Da sieht man sozusagen, wer eingeladen ist und wer zugesagt hat. In diesem Fall haben alle zugesagt, bis auf Mad Jazz. Und dann sind da noch Sternchen ausnahmsweise hinten dran. Das bedeutet, diejenigen, die so ein Sternchen haben, können irgendwie diesen Kalender noch nicht einsehen. Das liegt nicht daran, dass ich den Kalender nicht freigegeben habe, sondern das liegt daran, dass ihr euch für Google Kalender sozusagen noch nicht eingetragen habt. Warum er euch das nicht gefragt hat von vornherein, ob ihr jetzt irgendwie bei Kalender mitmachen wollt oder nicht, weiß ich nicht. In jedem Fall kann ich nur sagen, ich benutze den ganzen Google-Scheiß schon ziemlich lange und Mad Jazz, wie ich sehe, benutzt es auch. Und für Peter habe ich, glaube ich, sogar atomic.pitten@googlemail.com damals eingerichtet, damit er das Facebook-Account laufen lassen kann, ohne dass ihm die Mails auf sein E-Mail-Konto geschickt werden. Also, Google Mail an sich ist geil und hat vor allem den Vorteil, dass du dieses ganze Paket, nämlich dieses Google Sites, also Website und E-Mail, gut, wenn man das nicht will, egal, und eben den Kalender, dass man das alles nutzen kann unter einem Login und muss nicht immer fünfmal sich irgendwo anmelden. Wenn man das nicht will, ist auch kein Problem. Ihr müsst einfach unter Google Kalender gehen und euch einmal dafür anmelden. Das ist bei Google in der Homepage. Einfach auf Kalender klicken und dann sagen, ich will bei Kalender mitmachen. Wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass ihr euch das sowieso fragt mit der E-Mail-Adresse, die hier angezeigt wird.
Da muss man im Prinzip auch nur sich noch ein Passwort aussuchen. Das war dann alles. Und dann solltet ihr alle den gemeinsamen Kalender sehen können. Also hier nochmal ganz schnell Kalender. Wie findet man das? Auf Google auf die Homepage gehen und dann auf Mehr klicken. Und dann sieht man hier Kalender. Und da klickt man dann drauf. Dann wird euch der Kalender angezeigt, wenn ihr euch eingeloggt habt, der freigegebene. Dazu muss ich natürlich wissen, unter welcher E-Mail-Adresse ihr euch diesen Kalender freischalten lasst. Also ich habe ja schon in der Folie davor gezeigt, was für E-Mail-Adressen ich von euch eingetragen habe. Wenn ihr die E-Mail-Adresse nehmt, dann seht ihr automatisch, kommt ihr automatisch in diesen von mir freigegebenen Kalender. Und dann sieht man entweder hier die Terminübersicht, wie ich das jetzt gezeigt habe, oder man sieht eben so einen normalen Monat. Und da kann man dann, wie gesagt, diese einzelnen Veranstaltungen aufrufen. Und wenn ihr wollt, kann ich euch auch freigeben, dass ihr welche erstellen könnt. Vielleicht probiert ihr das mal aus, ob es so geht. Und dann kann ich das ja schnell noch machen. Wenn ihr dann so eine Veranstaltung erstellen würdet, dann kann man eben hier auf der rechten Seite Gäste hinzufügen und dann gibt ihr einfach E-Mail-Adresse ein von uns und dann kriegen wir gleich eine E-Mail mit der Anfrage, ne, folgende Veranstaltung ist erstellt worden, willst du dabei sein oder nicht? Und das ist eben cool, man muss sich nicht erst einloggen in Google Kalender, du kannst gleich aus der E-Mail heraus antworten, das habt ihr auch schon gemacht. Ich denke, das ist eigentlich relativ unkompliziert. Also das Einzige, was von euch jetzt in diesem Moment gefragt ist, ist eigentlich nur, holt euch einmal, loggt euch einmal ein beim Google Kalender. Am besten mit der E-Mail-Adresse, mit der ich euch hier eingegeben habe. Hier rechts seht ihr die nochmal da. Oder wenn ihr ein Google Mail-Konto oder ein Google-Konto haben wollt, wie gesagt, ich finde es ganz geil, macht vieles einfacher. Dann sagt mir einfach, wird was für einen Namen. Wie gesagt, Atomic müsste eigentlich atomic.pitten@googlemail.com heißen. Ja, genau. Dann teilt mir das mit und dann muss ich euch da noch eintragen und dann gebe ich euch den Kalender frei. Also, Kalender, Zugang holen, super simpel, habe ich euch gezeigt. Dann können wir alle die Website nutzen und klar, jeder, der Bock hat, irgendwie was dran zu verändern oder irgendwas Neues haben will, können wir ja drüber schnacken. Und ansonsten hoffe ich mal, dass wir nicht nur eine Website für die anderen Leute haben, draußen sozusagen, sondern dass wir auch selber darüber zumindest ein paar Sachen speichern können, so wie die Songs, Songsheets, Diskussionen habe ich noch eingerichtet, weiß nicht, vielleicht machen wir es auch über Facebook. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Website alles ersetzen könnte und das wäre ja ganz geil, denn sonst ist es zu verwirrend. Es bleibt dabei, Blitze macht das Facebook-Account, wo quasi Acoustic Careers eine Person ist. Und ich würde immer sehen, dass ich die Website mit dem Facebook, mit der Facebook-Seite sozusagen Acoustic Careers vernetze, dass ich also Neuerungen auf der Website einfach über diese Facebook-Seite dann veröffentliche. Und so, glaube ich, kriegen wir alles cool abgedeckt. Yeah, kick ass!